In diesem Video geht es um Tonartwechsel und Modulation. Wir schauen uns sämtliche Techniken, die es da gibt, an. Und ich verrate dir, wie du von einer Tonart in jede beliebige Tonart kommst. Viel Spaß! Moin moin und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Hier findest du regelmäßig alles zum Thema Musiktheorie, Komposition und Arrangement. Wenn du immer auf dem neuesten Stand bleiben willst, vergiss nicht, ein Abo dazulassen und am Ende des Videos auf Gefällt mir zu klicken, wenn dir dieses Video gefallen hat. Tonartwechsel und Modulation stellen in der Musiktheorie nicht umsonst die Königsdisziplin der Harmonielehre dar. Deshalb werden wir in diesem Video einen kleinen Sprung ins kalte Wasser machen und uns jede einzelne Technik der Modulation einmal genauer angucken und einmal schauen, wie so eine Modulation funktioniert. Trotz der Länge und des inhaltlichen Umfangs dieses Videos gehe ich in diesem Video auf jede Modulations- und Tonartwechseltechnik immer nur grundlegend ein. Das liegt daran, dass Modulation wirklich mit sehr, sehr vielen Disziplinen der Harmonielehre zusammenhängt und man sehr, sehr lange an der Modulationslehre studieren kann, bis man wirklich jede einzelne Modulationstechnik beherrscht. Ich hoffe, dir dennoch einen sehr, sehr guten Überblick bringen zu können und dir die Modulation insgesamt näher zu bringen. Wie immer findest du in der Beschreibung zu diesem Video auch eine Kapitelübersicht, in der du dir die einzelnen Themen dieses Videos anschauen kannst und von Thema zu Thema springen kannst. Außerdem kannst du dir mit Hilfe der Kapitelübersicht auch wunderbar dieses Video in einzelnen Häppchen ansehen. In der Musiktheorie bezeichnen wir die Lehre, Tonarten zu wechseln von einer Tonart in eine andere, als Modulationslehre. Und die Modulationslehre ist ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Untergebiet der Harmonielehre. Und die Modulationslehre umfasst zudem auch noch ganz, ganz viele andere Themen der Harmonielehre. Deshalb kann man sich mit diesem Gebiet der Modulation sehr, sehr lange beschäftigen, bevor man wirklich gut durchblickt und eine gute Übersicht über Modulationstechniken hat. Aus diesem Grunde werde ich in diesem Video natürlich an einigen Stellen eine ganze Menge weglassen oder nur kurz erwähnen und versuchen dennoch alle Modulationstechniken so gut wie möglich zu beschreiben. Von dem Wort Modulation leitet sich das Verb modulieren ab und modulieren heißt nichts anderes als abwandeln oder verändern. Es kommt ursprünglich aus dem lateinischen modulor und das hieß so viel wie einrichten und regeln. Eine Definition von Tonartwechseln oder Modulationen liefert uns Hugo Riemann. Hugo Riemann gilt als Urvater der deutschen Musiktheorie und hat sehr, sehr viele Werke über Musiktheorie verfasst und ganz, ganz viele Schulwerke dazu auch verfasst. Und Hugo Riemann hat eine Modulation wie folgt definiert. In der dur-molltonalen Musik bezeichnet die Modulation den Übergang aus einer Tonart in eine andere, beziehungsweise das Übergehen der Bedeutung des Hauptklanges, den man ja auch als Tonika definiert, auf einen anderen Klang. Jede Modulation setzt voraus, dass zunächst eine Ausgangstonart durch ihre wesentlichsten Akkorde eindeutig dargestellt ist. Was uns Herr Riemann damit sagen will, das schauen wir uns mal in diesem Beispiel an. Hier siehst du drei verschiedene Akkorde, einen C-Dur-Akkord, einen F-Dur-Akkord und einen G7-Akkord. Dann wird der erste Akkord wiederholt und hier wird ein tonales Zentrum gefestigt. C-Dur ist in diesem Fall hier die Tonika, der Akkord der Tonika. Hier fühlen wir uns zu Hause, denn das hier sind alles Akkorde aus der Tonart C-Dur. Und hier vom G7, von der Dominanten des C-Dur-Akkords, geht es dann wieder zurück zu C-Dur. Hier etabliert sich unser tonales Zentrum wirklich auf der Tonika C-Dur. Und wir sind hier ganz fest in der Tonart C-Dur. Das hat Hugo Riemann vorausgesetzt. Ab hier könnten wir jetzt theoretisch modulieren. Und wie diese Modulation funktioniert, das schauen wir uns auch sofort an.
Nach dieser Modulation sind wir dann mehr oder minder galant in eine andere Tonart gekommen und diese Tonart wird dann auch wieder gefestigt, dass unser Ohr genau weiß, okay, wir sind jetzt in dieser Tonart. Hier für dieses Beispiel zum Beispiel die Tonart Gestur und du siehst hier die Tonika Gestur, Subdominante Zestur und Dominante Destur beziehungsweise hier Des mit kleiner Septime, ein Des-Dominant-7-Akkord, der sich über den Tritonus zum Gestur wieder auflöst. Auf den Tritonus komme ich aber hier im Thema Modulation gleich noch öfter zu sprechen und wir gucken uns den auch nochmal genauer an. Bevor wir uns nun die ganzen Modulationstechniken anschauen, schauen wir uns erstmal eine Modulation an, die etwas moderner ist und eine Modulationsart, wie sie heutzutage in moderner Musik gemacht wird. Du siehst hier eine Melodie, die über 4 Takte lang in Cis-Moll noch steht und sich in Cis-Moll bewegt und dann moduliert diese Melodie zu F-Moll. Das ist eine ziemlich harte Modulation, weil es hier von einer Tonart mit 4 Kreuzen zu 4 Bs geht. Und du solltest jetzt deutlich eine Veränderung der Tonart bemerkt haben, wenn du die Melodie verfolgt hast. Dann hast du hier so spätestens gemerkt, dass wir uns in einer anderen Tonart befinden. Schauen wir uns die zugehörigen Akkorde zu dieser sehr, sehr bekannten Melodie an. Dann sehen wir auch, dass eben die Akkorde eine wichtige Rolle spielen für Modulation, so wie uns Hugo Riemann das auch schon in seiner Definition aufgestellt hat. Du hast es wahrscheinlich schon erkannt, die hier angesprochene sehr extreme Modulation von einer Tonart mit 4 Kreuzen zu einer Tonart mit 4 Bs, die stammt aus dem Liebesthema aus dem Film Titanic und in diesem Beispiel eben halt aus dem Song My Heart Will Go On, gesungen von Celine Dion und komponiert von James Horner, dem gleichen Komponisten, der eben auch die Filmmusik zu diesem Film gemacht hat. Welche Modulationstechnik James Horner nun benutzt hat, schauen wir uns im Laufe des Videos an und starten jetzt erstmal mit den einfachsten Techniken der Modulation. Die erste Modulationstechnik, die wir sehr, sehr einfach erlernen können, ist die sogenannte direkte Modulation oder Rückung. Im Englischen heißt diese Modulationstechnik Direct Modulation, also 1:1 übersetzt. Warum ich hier die englischen Begriffe immer nochmal dazu schreibe und sie sogar groß schreibe, das wird später klar, denn wir haben in unseren unterschiedlichen Harmonielehren, in der internationalen, in der Jazzharmonielehre und in der klassischen Harmonielehre, haben wir teilweise sehr, sehr starke Definitionsunterschiede und da macht es Sinn, ein bisschen hin und her zu springen, um alles wirklich zu erfassen und zu verstehen. Hier unten siehst du ganz sparsam eine direkte Modulation ausgedrückt. Wir sind hier am Anfang in der Tonart C-Dur. Den Bereich C-Dur habe ich auch hier in blau gekennzeichnet. Dann geht es zum Akkord der zweiten Stufe aus C-Dur. Ein D-Moll 7, hier mit der kleinen Septime noch drin. Dann haben wir noch einen Akkord aus C-Dur, die Dominante zu C-Dur. Und hier löst sich das Ganze wieder zurück nach C-Dur auf. Das mache ich aus dem Grunde, damit du, wenn du dieses Hörbeispiel gleich hörst, auch wirklich hier auf dem C-Dur-Akkord die Tonika hörst und wir hier unser tonales Zentrum haben und auch die Modulation dann wahrnehmen können. Bei einer direkten Modulation modulieren wir jetzt absolut unvorbereitet und direkt von einer Tonart, die sich etabliert hat, in die nächste. Und wir haben hier nichts zwischen, was diesen Wechsel jetzt irgendwie beschönigt oder was ihn einfach macht oder fürs Gehör so ein bisschen vorbereitet und vorhersagt,
Wir gehen einfach in die nächste Tonart nach Medi-Sinnflut und dann sind wir hier in Des-Dur und du hörst dieselben Akkorde von hier oben dann in der Tonart Des-Dur, das heißt also einen Halbton höher als C-Dur. Bei der direkten Modulation musst du nicht immer zwingend einen Halbton nach oben gehen. So ist es meistens in der Popmusik. So werden direkte Modulationen in der Popmusik eingesetzt. Meistens kann man sie schon gar nicht mehr hören. Man kann auch zwei Halbtöne, also einen Ganzton nach oben modulieren oder nach unten modulieren. Eine große Terz, eine kleine Terz nach oben. Das ist alles möglich. Und eine direkte Modulation klingt dann hier fürs Beispiel so. In der Praxis finden wir direkte Modulationen, wie ich bereits schon gesagt habe, ganz oft in der Popmusik. Und hier am Beispiel sehen wir eine direkte Modulation am Beispiel vom Song Man in the Mirror, damals gesungen von Michael Jackson, geschrieben und komponiert, aber von Glenn Ballard und Cedar Garrett, also nicht von Michael Jackson. Blau gekennzeichnet habe ich hier wieder den Bereich, in dem wir uns in C-Dur befinden. Hier am Ende sehen wir auch wieder die Dominante aus C-Dur, ein bisschen erweitert, das soll uns hier aber nicht stören. Dieses G7 leitet wieder zum C-Dur-Akkord zurück und das macht es auch 2,5 Minuten lang in diesem Song, bevor wir eine Modulation hören. Also dieser G7-Akkord löst sich vorher immer wieder zur Tonika C-Dur auf. Zum Ende des Songs hören wir dann diese direkte Modulation, hier transponiert nach C-Dur und wir gehen von C-Dur zu Des-Dur. Der Song moduliert also einen Halbton nach oben und das wird direkt gemacht, eine direkte Modulation. Ich muss dazu sagen, dass ich die Beispiele immer nach C-Dur transponiert habe. Der Song Man in the Mirror ist nicht in C-Dur. Und diese direkte Modulation, die klingt dann in diesem Beispiel jetzt so. Während die Modulation, die wir uns eben angeguckt haben, die direkte Modulation, jetzt unvorbereitet war, sind die meisten anderen Modulationstechniken vorbereitet. Wir bereiten das Gehör so langsam darauf vor, dass das tonale Zentrum wechselt und kommen dann sicher in einem neuen tonalen Zentrum an. Und die erste Modulationstechnik, die wir hierfür anwenden können, um so eine Modulation vorzubereiten, ist die diatonische Modulation. Diatonisch meint in diesem Fall, dass wir zur Modulation Akkorde benutzen, die gemeinsam in unserer Starttonart, in unserer Anfangstonart und in unserer Zieltonart, in der Tonart, in der wir ankommen wollen, vorkommen, um beide Tonarten zu verbinden. Um das zu verdeutlichen, habe ich hier einmal gemeinsame Akkorde im Quintenzirkel benachbarter Tonarten, im Beispiel für C-Dur aufgeschrieben. Du siehst hier die Tonart C-Dur und hier siehst du die jeweiligen Stufenakkorde von C-Dur auf der ersten Stufe C-Dur, dann D-Moll, E-Moll auf der dritten, F-Dur auf der vierten, G-Dur auf der fünften, A-Moll auf der sechsten und H-Moll mit verminderter Quinte auf der siebten Stufe. Über und unter diese Tonart C-Dur habe ich immer jeweils die im Quintenzirkel benachbarten Tonarten geschrieben und auch hier jeweils die Stufendreiklänge ergänzt. Das heißt also, wenn wir vom C-Dur aus bzw. vom C aus im Quintenzirkel einmal gegen den Uhrzeigersinn weitergehen, haben wir dann eben F-Dur bzw. das F und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, dann landen wir auf dem B. Und hier siehst du eben die Stufenakkorde von B-Dur. In die andere Richtung habe ich das auch nochmal um 2 Schritte gemacht, im Uhrzeigersinn. Und so sehen wir hier jetzt insgesamt 5 Tonarten, die wir miteinander vergleichen können. Um diatonisch modulieren zu können, müssen wir jetzt also wissen, welche Akkorde haben meine Starttonart, die in unseren Beispielen immer C-Dur ist, und unsere Zieltonart, zum Beispiel F-Dur oder G-Dur, gemeinsam. Und wir können hier an diesem Schaubild jetzt einfach mal nachgucken. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn wir von C-Dur nach G-Dur modulieren würden?
da müssten wir uns jetzt gemeinsame Akkorde von C-Dur und G-Dur heraussuchen. Und die habe ich hier einmal blau untereinander markiert. Den C-Dur-Akkord als Tonika in der Tonart C-Dur finden wir auch auf der vierten Stufe einer G-Dur-Tonleiter. Denn hier hätten wir unseren G-Dur-Akkord, erste Stufe, A-Moll zweite Stufe, H-Moll dritte Stufe und hier unten hat sich die vierte Stufe hingeschlichen, damit wir die Akkorde auch schön vergleichen können. C-Dur sind gemeinsam, der Akkord C-Dur ist gemeinsam in der Tonart C-Dur und G-Dur enthalten. Ebenso sieht es mit dem E-Moll-Akkord aus, den finden wir in der Tonart C-Dur und in der Tonart G-Dur. Genauso sieht es aus mit dem G-Dur-Dreiklang, den finden wir in der Tonart G-Dur und C-Dur. Hier müssen wir allerdings aufpassen, wenn wir hier jetzt den Dreiklang erweitern würden zum Vierklang in C-Dur, dann würden wir hier ein G7 bekommen. Und hier würde unser G-Dur-Akkord ein G-Major-7 werden und eben nicht mehr dieselbe Funktion haben. Ebenfalls gemeinsam haben diese beiden Tonarten einen A-Moll-Akkord. Und hier haben wir dann wieder Abweichung. Wir haben also in diesen beiden Tonarten vier gemeinsame Akkorde, mit denen wir die beiden Tonarten verknüpfen können und so gemütlich von einer Tonart in die andere modulieren können. Das schauen wir uns im Beispiel mal an. Hier siehst du nun einmal das Beispiel für eine diatonische Modulation von C-Dur nach G-Dur. Hier in diesem blau gekennzeichneten Bereich befinden wir uns in der Tonart C-Dur. Und dort bewegen wir uns eine Zeit lang durch und landen nach der Dominanten aus C-Dur auch wieder auf der Tonika von C-Dur, einem C-Dur-Akkord, damit sich diese Tonart auch festigt bei uns. Dann siehst du hier orange gekennzeichnet gemeinsame Akkorde aus der Tonart C-Dur und G-Dur. Der C-Dur-Akkord kommt gemeinsam vor, der E-Moll-Akkord und der A-Moll-Akkord. Diese Akkorde wurden hier also zur Modulation benutzt, damit man diatonisch schon mal zwei Tonarten verbinden kann. Und das Ganze funktioniert jetzt so. Wir sehen hier in C-Dur die Tonika, den Akkord der ersten Stufe. In G-Dur würden wir rückbetrachtend die Subdominante hier sehen, den Akkord der vierten Stufe. Hier geht es jetzt weiter. In C-Dur würden wir hier den Akkord der dritten Stufe, E-Moll, sehen. In G-Dur hätten wir den Akkord der sechsten Stufe, auch wieder E-Moll. Hier hätten wir nun den Akkord der sechsten Stufe aus C-Dur und eben der zweiten Stufe aus G-Dur. Von diesem Akkord aus geht's weiter zur Dominanten aus G-Dur. Die brauchen wir, um eine starke Auflösung in die neue Tonart zu bekommen. Wir haben hier außerdem, wenn du dir schon Videos von mir angeschaut hast, wirst du das sehen, eine 2-5-1-Kadenz, eine Jazz-Kadenz in G-Dur schon, die stark dann in die nächste Tonart reinzieht. Deshalb funktioniert diese Modulation auch so gut. Hier ist noch ein gemeinsamer Akkord und hier haben wir dann schon den ersten Akkord der Tonart G-Dur. Und bei dieser Modulation sprechen wir von einer diatonischen Modulation. Man nennt diese Modulation auch gerne Drehpunkt- oder Drehbereichsmodulation, weil wir hier einen gewissen Drehbereich haben. Das sind Akkorde, die könnten in beiden Tonarten drin sein. Und hier können wir nicht so genau zuordnen, wo wir uns genau befinden. Im Englischen wird diese Modulation als Common Chord, also gemeinsame Akkordmodulation, oder als Pivot Chord, also Drehpunktsakkordmodulation bezeichnet. Und die Modulation muss auch nicht so lang vonstatten gehen, wie ich das hier gemacht habe. Es hätte völlig gereicht, wenn hier die Akkorde in C-Dur gekommen wären. Dann hätte ich das nach C-Dur aufgelöst, wenn überhaupt. Ich hätte auch gleich nach A-Moll weitergehen können als Trugschluss. Und dann eben A-Moll, D-Dur und dann komme ich nach G-Dur in der Modulation. Ich habe die Modulation hier etwas länger gemacht, damit du hörst, wie Suche, wie weich man hier von einer Tonart in die andere kommt. Wie eine diatonische Modulation funktionieren kann, sehen wir sehr schön im Präludium im C aus dem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Dort finden wir eine Modulation von C-Dur nach
G-Dur, bereits nach den allerersten paar Takten. Hier sprechen wir von einer angedeuteten Modulation oder einer Ausweichung. Wir bleiben jetzt nicht weiter in der erreichten Tonart, sondern es geht dann schon wieder zurück und nochmal weiter in andere Tonarten. Aber das soll ein Beispiel sein, wie man jetzt so eine diatonische Modulation machen kann. Hier oben siehst du Akkorde von C-Dur, die hier gespielt werden. Das Ganze sind Arpeggios, das sind also Akkordbrüche. Die einzelnen Akkordtöne werden nacheinander präsentiert und gespielt. Im ersten Takt hören wir einen C-Dur-Akkord, dann hören wir einen D-Moll-Akkord über dem Ton C, dann hören wir einen G-Dominant-Sept-Akkord, die Dominante aus C-Dur, über H, und dann hören wir wieder einen C-Dur-Dreiklang. Die Tonart C-Dur wurde hier also etabliert. Nun beginnt unsere diatonische Modulation mit dem gemeinsamen Akkord, mit dem Common Chord oder mit dem Pivot Chord. Der A-Moll-Akkord ist der Akkord der sechsten Stufe aus C-Dur und es ist eben auch der Akkord der zweiten Stufe aus G-Dur. Der verbindet dann wunderbar die beiden Tonarten mit der Dominanten aus G-Dur und über die Dominante löst sich das Ganze nach G-Dur auf. Hier kann man noch so ein bisschen zweifeln, ob wir wirklich in G-Dur sind. Dann geht's weiter. C-Dur ist auch in der Tonart G-Dur enthalten. A-Moll 7, zweite Stufe aus G-Dur, fünfte Stufe und hier wieder Tonika G-Dur. Hier würden wir ganz klar G-Dur als tonales Zentrum und als Tonart dann hören. Das heißt also, hier wurde das Ganze dann noch gefestigt. In der letzten Modulation sind wir im Uhrzeigersinn einen Schritt weiter im Quintenzirkel moduliert von der Tonart C-Dur zur Tonart G-Dur. Schauen wir uns mal an, wie man zwei Schritte weiterkommt, also von C-Dur nicht nach G-Dur, sondern noch einen Schritt weiter in die Tonart D-Dur. Auch hier siehst du wieder wie im Beispiel eben, ich versuche das jetzt etwas schneller zu machen. Akkorde aus der Tonart C-Dur. C-Dur hat sich dann hier gefestigt. Dann siehst du diesen Übergangsbereich mit gemeinsamen Akkorden G-Dur und E-Moll, beide in der Start- und Zieltonart vorhanden. Dann kommt die Dominante der Zieltonart, A-Dur, und löst sich zum D-Dur auf. Hier angekommen hören wir dann auch nochmal eine kurze Akkordfolge, eine Kadenz aus D-Dur, die sich dann nach diesem A, nach der Dominanten, auch wieder zum D-Dur hin festigen würde, wenn hier noch ein D-Dur stehen würde. Auch für so eine Modulation habe ich hier wieder ein praktisches Beispiel und zwar haben wir hier den Popsong I Wanna Dance With Somebody und hier finden wir eine Modulation von C-Dur nach D-Dur. Jetzt nicht verwundern lassen, dass das Ganze hier mit dem F anfängt. Hier hören wir nochmal die Brücke des Songs und hier fangen wir eben auf der Subdominanten an. Das tonale Zentrum ist aber von dem Song vorher schon bei C-Dur, das hören wir da. Wir sind hier auf der Subdominanten von C-Dur, die Dominante von C-Dur. Dann haben wir hier einen C-Dur-Akkord. Dann haben wir hier wiederum die Subdominante von C-Dur. Die wird dann hier noch weiter gehalten. Dann geht es wieder einmal zurück zur Tonika und dann hören wir die Dominante von C-Dur. Die Dominante von C-Dur ist jetzt allerdings auch die Subdominante von D-Dur. Es muss also nicht immer zwangsweise hier eine Dominante stehen. Und dieser G-Dur-Akkord, der wird jetzt als Drehakkord, als kleiner Akkord, als kleiner Drehpunkt benutzt, um von C-Dur nach D-Dur zu drehen. Und deshalb heißt diese diatonische Modulation eben auch Drehpunktmodulation oder Pivot Chord Modulation. Nach dem G landen wir jetzt auf dem D-Dur-Akkord und sind jetzt eigentlich schon in der nächsten Tonart. Das würden wir eventuell noch gar nicht so wirklich wahrnehmen, weil die Tonart noch nicht gefestigt ist. Wir bräuchten die Dominante eigentlich jetzt nochmal vom D-Dur-Akkord
um die Tonart D-Dur dann auch wirklich zu festigen für den Zuhörer. Und in der späteren Akkordfolge kommt dann hier noch ein H-Moll-Akkord, ein G-Dur-Akkord, ein E-Moll und dann eben die Dominante vom D-Dur. Da wird das Ganze dann gefestigt, die Tonart D-Dur gefestigt. In diesem Beispiel möchte ich nur mal zeigen, dass es wirklich nicht viel braucht an Übergangsbereich, um in eine andere Tonart zu kommen. Jetzt sind wir bereits ein und zwei Schritte im Quintenzirkel von unserer Starttonart im Uhrzeigersinn weiter moduliert. Wir wollen jetzt mal ein und zwei Schritte gegen den Uhrzeigersinn modulieren. Ich werde hier ein bisschen schneller, weil ich denke, dass die diatonische Modulation an dieser Stelle klar ist. Wir modulieren immer über gemeinsame Akkorde und dann kommt im Optimalfall noch die Dominante aus der nächsten Tonart, die aber nicht zwangsweise erforderlich ist, später aber die Tonart etablieren muss. Und dann sind wir auch schon in der nächsten Tonart. Hier siehst du eine Modulation von C-Dur nach F-Dur. Vom C-Dur einen Schritt gegen den Uhrzeigersinn im Quintenzirkel weiter. Akkordfolge in C-Dur. Hier wird die Tonika wieder erreicht, ist aber auch gemeinsamer Akkord von Tonart F-Dur und C-Dur. D-Moll auch in C-Dur und F-Dur enthalten. Dann kommen wir zum ersten tonartfremden Akkord, G-Moll, dann die Dominante von F, C-Dur. Und dann haben wir hier die 2-5-Kadenz von F-Dur. Zurück nach C-Dur gedacht wird das übrigens eine sekundäre 2-5-Kadenz von der vierten Stufe, also auch vom F-Dur-Akkord hier. Hier könnte ja beispielsweise stehen C-Dur, A-Moll, D-Moll, G-Moll, dann haben wir C-Dur, dann haben wir ein F-Dur und dann kommt hier erst das G. Und so würde sich dann diese sekundäre 2-5-Kadenz hier einfügen. Ein Beispiel für diesen Modulationsweg finden wir im Song I Walk the Line von Johnny Cash. Wir haben hier jetzt den Song transponiert nach C-Dur, wie in jedem Beispiel von mir. Und es wird von C-Dur nach F-Dur moduliert. Hier befinden wir uns in C-Dur, wieder blau gekennzeichnet und haben auch durchweg Akkorde von C-Dur. Nachdem hier diese Hookline I Walk the Line zu Ende gesungen wurde, hören wir dann kurz einen F-Dur-Akkord und den sind wir ja gewohnt in dieser Tonart. Das ist unsere Subdominante. F-Dur ist allerdings auch die Tonika für die Tonart F-Dur. Und über diesen Drehakkord, über diesen Pivot-Chord, modulieren wir diatonisch dann in die Tonart F-Dur. Und das Ganze wird auch hier beim C-Dur-Akkord ganz klar sichtbar. Denn wir haben hier in der Melodie den Ton B. Und es ist eine kleine Septime, die sich hier noch zum C-Dur-Akkord ergänzt. Und aus diesem C-Dur-Akkord wird dann funktional ein C7-Akkord. Und das ist die Dominante vom F-Dur. Und hier etabliert sich dann die Tonart F-Dur auch. Und spätestens dann ist klar, dass wir in F-Dur sind. Auch mit der Subdominanten, die dann später noch kommt, von F-Dur. Das Beispiel klingt so. Als letztes wollen wir jetzt noch einmal von C-Dur nach B-Dur modulieren, bevor wir zur nächsten Modulationstechnik kommen. Von C-Dur nach B-Dur haben wir nur noch zwei gemeinsame Akkorde. Die zwei gemeinsamen Akkorde, die beide Tonarten verbinden, siehst du hier. In beiden Tonarten finden wir einen D-Moll-Akkord und einen F-Dur-Akkord. Und während der F-Dur-Akkord jetzt in C-Dur die Subdominante ist, wird er dann hier die Dominante zu B-Dur.
Das wird man hier noch nicht so ganz klar hören, weil hier ja auch nicht diese Option der kleinen Septeme drin ist. Aber spätestens dann, wenn wir hier einmal durch diese Akkorde von B-Dur gegangen sind und danach wieder die Tonika sich etabliert, der B-Dur-Akkord. Die nächste Modulationstechnik nennt sich international Deceptive Modulation. Und eine Deceptive Modulation ist auf Deutsch übersetzt nichts anderes als eine Modulation über einen sogenannten Trugschluss. Von einem Trugschluss sprechen wir, wenn wir in einer bestimmten Tonart, hier im Beispiel ist das die Tonart C-Dur, nach der Dominanten dieser Tonart, hier haben wir einen G-Dur-Akkord, eben nicht wieder die Tonika hören, sondern auf den Mollakkord der sechsten Stufe, also dem parallelen Mollakkord, landen. Dann sprechen wir hier von einem Trugschluss. Wir würden nach diesem G, würden wir auf jeden Fall einen C-Dur-Akkord erwarten. Der kommt aber nicht, da sind wir im Trugschluss. Es kommt hier der parallele Mollakkord A-Moll. Über so einen Trugschluss kann man modulieren, und zwar zur parallelen Molltonart. Und zwar meine ich hiermit die parallele Molltonart, so wie wir sie in der deutschen Harmonielehre und nicht wie wir sie in der internationalen Harmonielehre definieren. So wie es der Herr Riemann gemacht hat. Wir starten in C-Dur und könnten hier auch wieder zurück zu C-Dur kommen. C, A-Moll, F, G, C. Und beim nächsten Mal haben wir eben diesen Trugschluss, um in die Tonart A-Moll zu kommen. Hier angekommen, auf diesem A-Moll, werden wir diesen Akkord noch nicht als Tonika wahrnehmen. Wir werden die Tonika immer noch beim C-Dur hören. Und wenn wir so eine Deceptive Modulation machen, dann müssen wir diesen Akkord aus dem Trugschluss, den müssen wir dann nochmal für die Tonart etablieren. Das heißt also, wir müssen nochmal eine Kadenz dahinter hängen, eine Akkordfolge, die aus der Tonart A-Moll stammt. Und das habe ich hier einmal gemacht. A-Moll soll unsere neue Tonika werden, dann haben wir auf der vierten Stufe D-Moll, dann hätten wir auf der zweiten Stufe von A harmonisch Moll, hätten wir ein H-Moll 7 mit verminderter Quinte. Das sagt unserem Ohr jetzt schon mal ganz stark, wir sind hier nicht mehr in C-Dur, sondern das geht nach A-Moll. Dann hören wir ein E7 als Dominante von A-Moll. Und dann hat sich hier die Tonart A-Moll etabliert und keiner wird hier mehr sagen, ja nee, ist ja jetzt eigentlich, sind wir ja in C-Dur. Außerdem sind die beiden ja auch parallel. Nee, hier hat sich dann wirklich der A-Moll-Akkord als Tonika etabliert und nicht mehr der C-Dur-Akkord und das klingt so. Mit der diatonischen Modulation sind wir jetzt also schon mal ein paar Schritte zu benachbarten Tonarten im Quintenzirkel weiter moduliert und wir sind jetzt auch das erste Mal schon mal nach Moll moduliert über einen Trugschluss und dann haben wir diesen Mollakkord mit einer Kadenz gefestigt. Wirklich weit weg von unserer Beispieltonart C-Dur sind wir jetzt aber im Quintenzirkel gesehen noch nicht gekommen. Wir sind ja nur in benachbarte Tonarten gekommen. Um jetzt ein bisschen weiter wegzukommen, schauen wir uns als nächstes die chromatische Modulation und zwar zuerst mal nach Moll an. Im Englischen heißt diese auch in der internationalen Musiktheorie Chromatic Modulation. Im Gegensatz zur diatonischen Modulation, bei der wir ja Akkorde benutzt haben, die in der Start- und Zieltonart gleich sind, um die beiden Tonarten zu verbinden, benutzen wir bei der chromatischen Modulation diese gemeinsamen Akkorde nicht mehr. Bei so einer chromatischen Modulation erhöhen wir eher gewisse Töne aus Akkorden. Wir haben zum Beispiel einen C-Dur-Akkord und erhöhen hier irgendeinen Ton mit einem Kreuz. Würde ich beim C-Dur-Akkord aus den Tönen C, E und G jetzt den ersten Ton des Dreiklangs, den Grundton, um einen Halbton erhöhen, hätte ich die Töne Cis, E und G. Und dieser Dreiklang, der sich bildet aus den Tönen Cis, E und G, der ist dann funktionell plötzlich nichts anderes als ein A7-Akkord, ein A-Dominant-Sept-Akkord, nur ohne den Grundton. Das schauen wir uns mal an, solche Sachen. In der ersten chromatischen Modulation habe ich hier einen kurzen Bereich in C-Dur. Ich festige C-Dur jetzt hier nicht vom tonalen Zentrum her, sondern ich erhöhe den Ton
G aus dem G-Dur-Akkord, G-H-D, hier wäre noch ein F mit drin, den Ton G erhöhe ich zum Ton Gis. Der Ton Gis ist hier dann auch gleich mein nächster Basston. Hier geht es also chromatisch um einen Halbtonschritt hoch im Bass. Und darüber baue ich einen E7-Akkord auf, einen E-Dominant-7-Akkord, der die Dominante vom A-Moll-Akkord oder vom A-Dur-Akkord sein könnte. Denn da will ich jetzt gleich hin. Der E7-Akkord besteht aus den Tönen E, Gis, H und D. Das heißt also, diese beiden Akkorde haben auch gemeinsame Töne. Sie haben beide den Ton D gemeinsam und beide den Ton H gemeinsam. Deshalb geht das hier bei der chromatischen Modulation auch schön ineinander über. Aber unser Gedächtnis weiß schon mal, okay, jetzt, ab jetzt wird der Ton G nicht mehr als G auftreten, sondern als Ton Gis. Ich komme in eine Tonart, wo zumindest schon mal ein Kreuz mehr ist. Und diese Dominante, über die wir jetzt modulieren, dieses E7, das wird sich gleich zum A-Moll auflösen. Und das sagt dann unserem Gehör auch, okay, A-Moll soll hier wahrscheinlich die neue Tonika sein. Dann siehst du hier eine Akkordfolge, eine Kadenz in A-Moll. Wir gehen von der ersten Stufe A-Moll nach D-Moll, vierte Stufe. Dann hier zur zweiten Stufe H-Moll mit verminderter Quinte. Dann zur fünften Stufe E-Dominant-Sept-Akkord. Und dieser Akkord löst sich dann auch wieder zum A-Moll auf und wir sind ganz klar über eine chromatische Modulation hier in der Tonart A-Moll angekommen. So wie wir das eben beim Trugschluss auch schon ähnlich hatten. Diese Modulation ist aber etwas stärker als so ein Trugschluss und klingt dann so. Jetzt sind wir hier ja bereits so vorgegangen, dass wir den Grundton eines Dur-Akkordes aus unserer Starttonart um einen Halbtonschritt angehoben haben, um einen Halbtonschritt alteriert haben. Und dann ist da ein Kreuz zugekommen. Das müssten wir ja jetzt rein theoretisch auch mit den anderen beiden Akkorden der Starttonart machen können, nämlich mit einem C-Dur-Akkord und mit einem F-Dur-Akkord. Probieren wir das Ganze jetzt also mal für einen C-Dur-Akkord aus. Wir haben hier wieder eine Akkordfolge in C-Dur und hier etabliert sich auch C-Dur als tonales Zentrum. Dann wird in diesem Dreiklang der Ton C um einen Halbton erhöht und wir bekommen eben diesen Akkord aus den Tönen Cis, E und G. Fügen wir hier jetzt noch den Ton A hinzu, haben wir hier einen A7-Akkord, der uns weiterführen würde zum D-Moll oder zum D-Dur. Und wir kommen chromatisch vom Basston C zum Cis, zum D, in die nächste Tonart D-Moll. Und hier hinten eben wieder die 2-5-1er-Kadenz, um D-Moll zu festigen. Diese chromatischen Modulationen müssen nicht immer so kurz sein, dass wir nur einen Dur-Akkord hier jetzt alterieren. Das sind hier alles nur Beispiele. Es gibt sehr, sehr viele Modulationswege mehr. Ich sagte eingangs ja schon, ich muss das hier alles sehr, sehr stark zusammenfassen und verkürzen. Wir können uns auch den C-Dur-Akkord, der vorher als Tonika etabliert wurde, nehmen und können dann hier den Grundton einmal alterieren. Dann kriegen wir wieder unseren A7-Akkord, packen dann dieses alterierte C, den Ton Cis in den Bass und lösen dann nach D-Dur auf. Wir etablieren hier aber nicht die Tonart D-Dur, sondern wir gehen weiter und erhöhen den Ton D zum Ton Dis und dann bauen wir dazu noch den Ton H ein, haben dann hier ein H7 über dem Ton Dis und würden dann chromatisch modulieren zur Tonart E-Moll bzw. E-Dur wäre auch möglich. Das Ganze festigen wir nochmal. Und dann sind wir in E-Moll angekommen. Also diese chromatische Modulation ist wunderbar, um schön zu modulieren. Als letztes Beispiel für eine chromatische Modulation von einer Tonart in Dur zu einer anderen Tonart in Moll habe ich hier nochmal. Wir haben hier wieder die Tonart C-Dur etabliert, Tonika, dann kommt die Dominante und dann kommt wieder die Tonika. Dann geht's weiter. Hier habe ich den Akkord der Subdominante geschrieben, der vierten Stufe F-Dur. Und diesen Dur-Akkord werden wir wie gehabt wieder
alterieren vom Grundton aus zu den Tönen Fis, A und C. Fügen wir jetzt noch den Ton D hinzu, haben wir funktionell schon einen D-Dominant-Sept-Akkord, der hier dann kommt, der sich zum G-Moll auflösen könnte oder zum G-Dur. Genauso passiert das hier auch und auch wieder chromatisch modulierend, auch chromatisch im Bass, vom Ton F ein Halbton höher zum Ton Basston Fis und dann zum Basston G. Und G-Moll wird dann hier danach nochmal mit einer 2-5-1-Kadenz in G-Moll gefestigt. So eine Modulation von einer Tonart in Dur zu einer Tonart in Moll muss nicht immer so schulmäßig alteriert werden. Das sehen wir auch schön in diesem Beispiel. In diesem Beispiel handelt es sich nicht wirklich um das, was ich eben als chromatische Modulation beschrieben habe. Es ist einfach eine Dominante für die Molltonart, in die wir gleich wollen, zum Modulieren vorgeschrieben worden. Aber die Molltonart wird auch nicht so wirklich etabliert. Das hier ist der Song Do You Hear the People Sing aus dem Musical Les Misérables, geschrieben von Claude Michel Schönberg. Wir haben hier einen Anfangspart in F-Dur mit Akkorden aus F-Dur, den ich auch wieder blau gekennzeichnet habe. Hier am Ende haben wir noch eine 2-5-1-Kadenz aus F-Dur, zweite Stufe Mollakkord, fünfte Stufe Dominante von F-Dur und hier sind wir dann immer noch ganz klar in F-Dur. Dann kommt hier jetzt ein E7-Akkord, der sich als Dominante in die nächste Tonart, in die wir modulieren, jetzt auflösen könnte. Diese Tonart wird jetzt aber nicht etabliert, weil sonst hier als Dominante von A-Moll ein E7 wieder stehen müsste. Dann wird das Ganze gehen und sich zu A-Moll auflösen müsste. Wir sind hier aber kurz in A-Moll, bevor das Ganze dann über eine authentische Kadenz F-Dur, G-Dur, Dominante von C-Dur, zur Tonart C-Dur geht. Also hier wurde ordentlich Modulationsweg vorbereitet, um von der Ausgangstonart F-Dur in die Zieltonart C-Dur zu kommen, die sich dann hier nach dem G-Dur-Akkord, der nächste Akkord wäre wieder die Tonika C-Dur, die sich dann hier als Tonart C-Dur auch etabliert. Und das Ganze klingt so. Hier siehst du nun noch einmal die vier Beispiele von eben. Dazu muss ich dann gar nicht mehr so viel sagen über den Modulationsweg. Wir kommen hier aus der Starttonart C-Dur früher oder später immer chromatisch, indem wir chromatisch so einen Akkord hier alterieren, zu einem Dominant-Sept-Akkord, der uns in die nächste Tonart bringt. Hier ist jetzt allerdings die nächste Tonart keine Molltonart, sondern ich habe alle Mollakkorde von eben im Beispiel durch Dur-Akkorde ersetzt und wir landen jetzt von der Tonart C-Dur in den Tonarten A-Dur, D-Dur, E-Dur und G-Dur. Und die Tonarten werden hier jetzt immer noch einmal gefestigt durch eine Akkordfolge aus der jeweiligen Tonart, die dann abschließt mit der Dominanten, hier in dem Fall E7, die sich dann zur Tonika A-Dur in dem Beispiel wieder auflöst.
Die nächste Modulationstechnik nennt sich in der internationalen Musiktheorie bzw. internationalen Harmonielehre Parallel Modulation. Auf Deutsch übersetzen könnten wir das Ganze als eine Modulation zur Varianttonart. Und das klingt jetzt ein bisschen sperrig, da können wir uns auch wieder bei dem Herrn Riemann bedanken, weil Herr Riemann Parallelität und Relativität nicht so schön definiert hat wie die internationale Musiktheorie. So, was hat es jetzt mit Parallelität und Relativität in Tonarten auf sich? Die Tonarten C-Dur und A-Moll haben etwas gemeinsam. Das weißt du aus der Musiktheorie und in der deutschen Musiktheorie weißt du, dass C-Dur und A-Moll parallele Tonarten sind. Das sind Tonarten, die benutzen dasselbe Tonmaterial, starten aber von einem anderen Ton. Und zwar benutzt C-Dur ja die Töne C, D, E, F, G, A, H und C, genauso wie die Tonart A-Moll das auch tut, nur eben vom A aus A, H, C, D, E, F, G, A. Und hier sprechen wir im Deutschen von parallelen Tonarten. In der internationalen Harmonielehre sprechen wir aber hier von diesen beiden Beispieltonarten von Relative Keys, also von verwandten Tonarten, von relativen Tonarten. Diese Tonarten sind, also enger könnten diese beiden Tonarten nicht miteinander verwandt sein, deshalb sagt die internationale Harmonielehre Relative Keys, denn sie sind so stark miteinander verwandt, dass die DNA der Tonart, dass die Tonleitertöne exakt gleich sind. Hier wird nur von einem anderen Ton gestartet. Deshalb Relative Keys. Parallele Tonarten, Parallel Keys, sind in der internationalen Harmonielehre Tonarten, die wirklich parallel nebeneinander stehen. Das heißt also C-Dur und C-Moll. Die starten vom selben Ton, die starten also parallel, haben dann aber unterschiedliche Töne auch noch in ihren Aufbau. Hier wird international von Parallel Keys gesprochen. Im Deutschen heißt das Ganze Varianttonart. Und würden wir jetzt in der internationalen Harmonielehre von parallelen Tonarten, so wie wir es im Deutschen meinen, reden, so wie es der Herr Riemann uns definiert hat, müssten wir hier über Riemannian Theory of Parallel Keys sprechen. Also recht umständlich. Wir haben da eine ganz schöne Sprachbarriere zwischen der internationalen und unserer deutschen Harmonielehre. Soll uns hier aber gar nicht stören. Wir wissen jetzt Parallel Modulation. Das soll eine Modulation zur Varianttonart sein. Und du ahnst wahrscheinlich schon, wir wollen von C-Dur nach C-Moll zum Beispiel modulieren oder von der Tonart C-Moll zu C-Dur. Diese Modulation glückt uns extrem simpel, weil beide Tonarten dieselbe Dominante haben. In C-Dur wäre die Dominante vom C-Dur-Akkord ein G-Dur-Akkord bzw. ein G7. Und in C-Moll hätten wir auch als Dominante von C-Harmonisch-Moll den G-Dur-Akkord bzw. den G7-Akkord, damit sich es auch schön auflöst. Das heißt also, wann immer hier jetzt so ein G7-Akkord kommt, kann ich mich entscheiden, ob ich hier hinten ein C-Dur-Akkord schreibe und in C-Dur weiterschreibe oder ein C-Moll-Akkord schreibe und das Ganze dann festige nochmal über eine Akkordfolge in C-Moll und dann eben nach Moll moduliere. Das Ganze habe ich hier einmal fürs Beispiel von C-Dur nach C-Moll modulierend gemacht. Du hörst zuerst einmal ein fest gefestigtes Zentrum bei C-Dur in der Tonart C-Dur, dann kommt als nächstes die Dominante von C-Dur, die sich aber zu C-Moll auflöst. Und um diesen C-Moll-Akkord jetzt nochmal zu festigen, hört man eben nochmal die Dominante für den C-Moll-Akkord jetzt, G7. Und es wird wieder zu C-Moll aufgelöst. Und wir sind hier ganz eindeutig in C-Moll. Im zweiten Beispiel zeige ich dir das Ganze dann wieder zurück von C-Moll über diese Dominante G7 zurück zur Dur-Tonart als Parallel Modulation oder Modulation zur Varianttonart. Und hier das Beispiel von Moll nach Dur. Als Beispiel für eine Parallel Modulation, ich benutze hier mal den internationalen Modulationsbegriff,
können wir den Song Runaway von Del Shannon nehmen. Und zwar ist dieser Song in der Strophe zuerst einmal in C-Moll und du siehst hier durchweg Akkorde aus C-Moll. Hier der B-Dur-Akkord, As-Dur und die Dominante vom C-Moll-Akkord G7. Das geht auch erstmal dann so weiter, wieder vom C-Moll-Akkord, dass der auch schön gefestigt ist. Ich habe hier nur stark verkürzt, damit wir gleich schon zur Modulation kommen. Dieser G7-Akkord, der löst sich dann später eben nicht mehr zu C-Moll auf, sondern zum Chorus hin nach C-Dur. Und dann wird C-Dur auch als tonales Zentrum etabliert. Über die Tonika C-Dur, den Moll-Akkord der sechsten Stufe von C-Dur, den A-Moll-Akkord, dann kommen wir auf die Subdominante F-Dur. Hier habe ich ganz stark verkürzt, denn die beiden Akkorde werden nochmal mehrmals nacheinander wiederholt. F-Dur Subdominante, G7 Dominante und dann haben wir hier auch die Auflösung wieder nach C-Dur. Spätestens hier ist unsere Tonika fest. Subdominante von C-Dur und wieder Tonika C-Dur. Und dann wird hier direkt über C-Dur nach C-Moll gedreht. Das gucken wir uns in einer anderen Modulationsart nochmal an. Hier wird also nicht mal mehr G7 als Dominante eingesetzt, sondern hier findet so ein Drehpunkt über den C-Dur-Akkord zum C-Moll-Akkord statt und dann wird C-Moll wieder als Tonart gefestigt in so einem kurzen Instrumental, an das dann später die nächste Strophe anschließt. Klingt so. Wenn wir jetzt gerade schon bei natürlich und harmonisch Moll sind und Modulation, dann können wir uns auch dieses Beispiel einer Modulation einmal anschauen. Das ist auch nochmal eine kleine Alternative. Dies ist der Song Living on a Prayer und zwar nur der kleine Ausschnitt, in dem moduliert wird, geschrieben von John Bon Jovi und Richie Sambora und Desmond Child für die Band Bon Jovi eben. Und du siehst hier nochmal eine kurze Brücke in der vorherigen Starttonart A-Moll. Hier ist Living on a Prayer nach A-Moll von mir transponiert worden. Wir sehen hier Akkorde aus A, natürlich Moll, also den A-Moll-Akkord als Tonika. Dann haben wir hier den Akkord F-Dur und G-Dur, beides Akkorde aus A, natürlich Moll. Und im vorhergehenden Song ging das dann auch immer wieder zurück nach A-Moll, eben nach diesem G-Dur-Akkord, also eher trugschlüssig. Da wir hier jetzt aber Akkorde aus der Tonart A-Moll und aus der, auf Deutsch wieder, parallelen Tonart C-Dur haben und G hier auch als Dominante funktionieren könnte, um jetzt zum Beispiel nach C-Dur zu kommen, könnte man natürlich auch sagen, G könnte hier als Dominante funktionieren, um zu C-Moll zu kommen. Und wir könnten diesen Song Living on a Prayer von A-Moll nach C-Moll modulieren. Also eine ganz, ganz extreme Modulation von gar keinem Vorzeichen zu drei Bs im Vorzeichen. Und diese Modulation von A-Moll nach C-Moll, zumindest relativ, ich habe es ja transponiert, die passiert hier auch tatsächlich bei dem Song Living on a Prayer von Bon Jovi. Hier geht es nach dem G eben nicht mehr wie gewohnt zum A-Moll, sondern auch ganz legitim wird hier der G-Dur-Akkord umgedeutet zur Dominanten von C-Moll und dieses Stück moduliert dann eben nach C-Moll und hier wird dann C-Moll auch etabliert als neue Tonart. Bevor ich das abspiele, als kleine rhythmische Besonderheit, achte mal drauf, wenn du das Original hörst, steckt in diesem Song auch bei dem G-Dur-Akkord, den wir zum Modulieren benutzen, kein Viervierteltakt. Der Song ist durchweg im Viervierteltakt und dann haben wir ganz, ganz kurz mal einen Dreivierteltakt, der hier einen Takt vorher über Triolen vorbereitet wird. Dann hören wir nur noch einen Dreivierteltakt und dann fehlt uns irgendwie ein Schlag und da passiert dann auch diese Modulation. Deshalb sticht diese Living on a Prayer Modulation von Bon Jovi auch so extrem heraus. Die klingt so und ist auch eine Möglichkeit zu modulieren.
Die nächste Modulationstechnik, die ich dir zeigen will, ist in einigen Harmonielehren auch gar nicht als Modulationstechnik definiert, weil man einfach sagt, hier wird einfach nur das Gehirn des Zuhörers neu programmiert, der verliert seinen Bezug zur vorherigen Tonart und hat dann völlig vergessen, wo er überhaupt war, und das gilt hier nicht als Modulation. Ich spreche von der Chain Modulation oder von sogenannten Modulationsketten, und ich denke, man kann sich darüber streiten, ob das jetzt hier wirklich eine Modulation ist oder ob wir wirklich, wie gesagt, unseren Zuhörer umprogrammieren und verwirren, um ihn dann einfach irgendwo mal wieder Sicherheit zu geben. Wir sprechen bei dieser Kettenmodulation bei Akkordketten aus Quintfällen oder Quartfällen. Wir können aber auch bestimmte 2/5er-Kadenzen oder substituierte 2/5er-Kadenzen miteinander verknüpfen. Was will ich damit sagen? Hier haben wir wieder eine gewohnte Akkordfolge in C-Dur, 1. Stufe, 6. Stufe Moll, 4. Stufe Dur, Subdominante, 5. Stufe Dominante, und hier löst sich das Ganze zu C-Dur auf und dann beginnt eine Quintfallsequenz. Wir gehen vom C-Dur-Akkord auf einen Akkord, der sich eine Quinte tiefer befindet und auch wieder ein Dur-Akkord ist, zum F-Dur. Dann wieder eine Quinte runterfallen zum B-Dur-Akkord, eine Quinte runterfallen zum S-Dur-Akkord, eine Quinte fallen zum As-Dur, eine Quinte fallen zum Des-Dur, und hier sage ich mir dann irgendwann mal, okay, den deute ich jetzt zur Dominanten von meiner Zieltonart um. Ich lande hier also in Ges-Dur. Das muss ich jetzt nur noch meinem Zuhörer irgendwie begreiflich machen, diese kleine Notlügerei hier zwischen mit der Kettenmodulation, um irgendwo hinzukommen. Und hier siehst du jetzt auch wieder die 1. Stufe aus Ges-Dur, die 6. Stufe in Moll aus Ges-Dur, ein S-Moll-Akkord, die 4. Stufe aus Ges-Dur, Zes-Dur, ein harmonisch verwechselt H-Dur, und die 5. Stufe aus Ges-Dur, die Dominante zu Ges-Dur, den Des-Dur-Akkord. Und dann haben wir hier am Ende wieder dieselbe Kadenz wie hier am Anfang, nur eben nach Ges-Dur moduliert, wenn man es denn Modulation nennen will. Aber auch diese Modulationsketten sind üblich. Hier einmal die Quintfallsequenz. Und hier am Ende sind wir hörbar angekommen auf unserer Tonika Ges-Dur. Im nächsten Beispiel wieder erstmal eine Akkordfolge aus C-Dur, um C-Dur als tonales Zentrum zu etablieren. Dann hörst du als nächstes eine Sequenz aus Quartfällen, also eine Modulationskette aus Quartfällen. Und diese Kettenmodulation aus Quartfällen, die läuft hier relativ zügig ab und geht nach H-Dur, hier in internationaler Schreibweise notiert. Und wir haben jetzt über Quartfälle von C-Dur einen Halbton nach unten moduliert über eine Quartfallsequenz nach H-Dur. Eine Kettenmodulation mit Quintfallsequenzen oder Quartfallsequenzen, das ist relativ einfach beschrieben. Solche Modulationsketten können aber auch viel, viel komplizierter sein. Hier unten habe ich mal ein Beispiel dazu aufgeschrieben. Hier wieder unsere Akkordfolge, um in C-Dur zu sein. Und dann moduliert das Ganze nach E-Dur über gewisse Modulationsketten. Und zwar habe ich hier 2/5er und substituierte 2/5er-Ketten geschrieben. Wir kommen von einem C-Dur-Akkord, den wir noch als Tonika hören. Dann hören wir die sekundäre 2/5er-Kadenz von D-Dur. Das heißt also 2. Stufe von D-Dur im Moll. Dann die Dominante von D-Dur A7. Im Bass habe ich die Septime aus dem Akkord. Dann gehe ich um einen Halbtonschritt runter zur Terz vom D-Dur-Akkord und lande hier eben auf dem D, worin sich ja dieser A7-Akkord auflöst. Dieses D nehme ich dann gleich schon wieder für die nächste substituierte 2/5er-Kadenz. Hier ist die substituierte 2/5er-Kadenz aus Ges-Dur zu sehen. Wenn du darüber mehr wissen willst, über Tritonus, Substitution, Substitutionsdominanten und Sekundärdominanten, schau dir auch gerne mein Video darüber an. Ich spreche hier nur mal kurz darüber, damit du siehst, dass das ja auch sehr kompliziert sein kann.
Es geht also weiter mit einem G-Dominant-Sept-Akkord, der hier als Substitutionsdominante von Gesmol 7 weitergeht. Gesmol 7 ist schon die 2 aus der 2-5 zusammen mit dem Cess-7 von E-Dur. In dem Fall haben wir hier wieder eine substituierte 2-5er-Kadenz von E und dann landen wir hier in der Tonart E-Dur und die wird dann hier spätestens mit dem H-Dur, der Dominanten von E-Dur, etabliert. Das Ganze klingt ein bisschen jazziger und läuft dann so von der Modulation. Und auch das ist nichts anderes als eine Modulationskette, auch wenn es unglaublich kompliziert aussieht und sehr verkopft ist. Schauen wir uns jetzt mal als kleinen Zwischenstand den Quintenzirkel an und gucken mal, in welche Tonarten wir jetzt eigentlich schon so reinkommen. Und theoretisch können wir uns mit den Modulationsketten am Ende ja auch schon in jede Tonart reinschummeln. Wir können jetzt diatonisch hier von C-Dur nach G-Dur und D-Dur oder von C-Dur nach F-Dur und B-Dur im Quintenzirkel weiter modulieren. Wir kommen auch wunderbar in die jeweiligen deutsche Harmonielehre parallelen Molltonarten rein. Hier von C-Dur nach A-Moll, von G-Dur nach E-Moll, von D-Dur nach H-Moll und eben hier auch von F-Dur nach D-Moll und so weiter. Wir können uns weiter rausschieben, weiter im Quintenzirkel herausgehen, weiter weg vom ursprünglichen tonalen Zentrum und können auch über chromatische Modulationen nach A-Dur modulieren, nach E-Dur. Wir können auch nach H-Dur weiter modulieren, auch wenn das etwas länger dauern würde jetzt vom Modulationsweg. Das ist auch alles schon möglich und auch in die andere Richtung des Quintenzirkels geht das auch alles. Wenn wir für unsere Modulation jetzt allerdings nicht ganz so viel Zeit haben oder unserem Zuhörer nicht ewig lange Modulationsketten um die Ohren schmeißen wollen und doch mal irgendwie nach A-Dur oder S-Dur oder gar D-Dur einen Halbton höher modulieren wollen und keine direkte Modulation machen wollen, sondern das auch vorbereiten wollen, aber das muss schnell gehen, dann haben wir noch keine praktische Modulationstechnik kennengelernt. Und dazu schauen wir uns gleich die nächste an. Modulationsketten könnten wir hier verwenden. Wir müssten zum Beispiel eine Quintfallsequenz jetzt von C nach G, nach D, nach A, nach E, nach H und so weiter. Da wären wir zu Weihnachten noch nicht in D-Dur. Das können wir knicken, wenn es schnell gehen muss. Wir müssen hier also eine andere Modulationsart wählen und die Modulationsart, die wir dann jetzt besprechen, ist die sogenannte enharmonische Modulation. Die enharmonische Modulation heißt im Englischen und in der internationalen Musiktheorie, wie im Deutschen auch, dann halt enharmonic modulation. Und wir haben verschiedene Möglichkeiten, enharmonisch weiter zu modulieren. Bevor wir uns das Ganze angucken, kläre ich erstmal diesen Begriff der Enharmonik, was das überhaupt heißt. Du hast sicherlich schon von der enharmonischen Verwechslung gehört. Das heißt also, dass beispielsweise der Halbton über dem Ton D, der Ton Dis, das zeigt ja eben dieses Kreuz, heutzutage genau gleich klingt, das war nicht immer so, aber heutzutage genau gleich klingt, wie der Halbton unter dem Ton E, der Ton S. Also Dis und S, das sind enharmonisch klingend, also so wie der Ton in Wirklichkeit klingt, klingt hier genau derselbe Ton. Nur dass Dis halt aussagt, ich bin der Halbton über D und S sagt aus, ich bin der Halbton unter E. Dennoch klingen diese beiden Töne genau gleich. Und bei der enharmonischen Modulation machen wir eben diese enharmonische Umdeutung. Wir haben zum Beispiel ursprünglich einen Ton, der bei uns in der Tonart Dis gehießen hat. Den deuten wir jetzt aber zu einem S um, das ist immer noch derselbe Ton, der klingt gleich vom Klang her. Aber er wurde enharmonisch umgedeutet und steht jetzt schon als enharmonische Umdeutung für eine neue Tonart. Und über diese Enharmonik modulieren wir eben. Klingt super, super kompliziert, ich leite das auch ganz kurz mal über die klassische Harmonielehre her.
Wenn wir aber in die Jazzharmonielehre denken, und du hast dir schon einige Videos von mir angeschaut, dann wird dir ganz klar dieses Stichwort Substitutionsdominante jetzt weiterhelfen. Wenn du dir dazu schon mal was angeschaut hast zur Tritonussubstitution und zur Substitutionsdominante, dann wirst du die enharmonische Modulation auch ziemlich schnell in der Jazzharmonielehre verstehen und musst nicht so stark rückbeziehen auf die Klassik, die da durchaus sehr, sehr verwirrend sein kann. Wie ich schon gesagt habe, geht es bei enharmonischen Modulationen um eine enharmonische Umdeutung von gewissen Tönen. Und diese enharmonische Umdeutung von Tönen, die machen wir bei der enharmonischen Modulation größtenteils bei voll verminderten Akkorden und bei Dominant-Sept-Akkorden zum Beispiel, aber auch beim sogenannten übermäßigen Quint-Sext-Akkord, der international German Sixth Chord heißt. Mit Hilfe dieses übermäßigen Quint-Sext-Akkords können wir aus einer Tonart in eine andere Tonart enharmonisch modulieren, indem wir diesen Akkord enharmonisch umdeuten. Wie sieht dieser Akkord überhaupt aus? Wir haben hier eine Akkordfolge aus C-Dur. Da könntest du hier am Anfang nun erstmal sagen, was ist das denn? Das ist doch kein Akkord aus C-Dur. Das ist Blödsinn. Den gucken wir uns gerade erstmal nicht an. Das ist eben dieser übermäßige Quint-Sext-Akkord. Wir schauen erstmal hier. Wir haben hier ein C-Dur über G, ein G7 und Tonika C-Dur. Hier haben wir auf jeden Fall eine Akkordfolge aus C-Dur. Und hier haben wir jetzt eben diesen übermäßigen Quint-Sext-Akkord. Und der hat sich ursprünglich zu Barockzeiten entwickelt, als man als Komponist dann auch gerne ein bisschen chromatischer zur fünften Stufe hingehen wollte, zur fünften Stufe einer Tonart. Denn dieser übermäßige Quint-Sext-Akkord, der hier für C-Dur steht, der leitet wunderbar über zur Dominanten von C-Dur, um sich dann wieder zur Tonika aufzulösen. Ich vereinfache hier sehr, sehr stark, weil das sehr, sehr komplex ist hier alles. Der übermäßige Quint-Sext-Akkord, der weiter überleiten würde zur Dominanten in der jeweiligen Tonart, der lässt sich auf der sechsten Stufe in Moll bilden. Das heißt also C und Ton der sechsten Stufe in Moll, eben nicht in C-Dur, wäre C, D. Und hier sind wir in Moll, S, F, G, Ass, müsste dann den Grundton Ass kriegen. Von diesem Grundton brauchen wir dann das Intervall einer Quinte. Also vom Ass aus, das ist hier unten, müssten wir weitergehen zum S. Dann haben wir eine reine Quinte nach oben gemacht. Dann heißt dieser Akkord aber übermäßiger Quint-Sext-Akkord. Das heißt also, wir nehmen jetzt hier noch eine übermäßige Sechste in den Akkord auf. Eine Sechste zum Akkord selber wäre der Ton F. Den Ton F haben wir in C-Dur und C-Moll ganz normal drin in der Tonart. Hier haben wir aber eine übermäßige Sechste. Was die zu suchen hat, erkläre ich funktional auch gleich nochmal. Und als letztes kommt dann der Ton C noch dazu. Das wäre eben die Terz in diesem Akkord. Vom Ass zum C wäre eine Terz. Jetzt haben wir hier diesen übermäßigen Quint-Sext-Akkord hier als Ass mit übermäßiger Sechste. Wie soll der jetzt erstmal funktionieren? Wir schauen uns einmal an, wie diese Töne weiterzuführen wären. Wir haben hier unten den Ton Ass und dieses B zeigt uns für die Tonart C-Dur, in der wir uns jetzt ja befinden, dass dieser Ton Ass einen Drang hat, einen Halbton nach unten zu gehen. Dann ist das Ass weg und dann sind wir beim Ton G. Und das wäre ja auch schon ein Zielton, in den wir rein wollen, um diesen G7-Akkord zu erreichen und dann wieder zur Tonika aufzulösen von C-Dur. Das heißt also, Ass soll sich runterbewegen zum G. Was machen wir mit dem S? Auch da haben wir wieder dieses Vorzeichen B, was nach unten drängt und nicht nach oben drängt. Und diesen Ton S würden wir dann einen Halbton tiefer zum D auflösen. S zu D. Und der Ton D, G, H, D, F, wäre auch wieder hier drin. Das leitet also auch schon mal wunderbar in diesen G7-Akkord. Als nächstes haben wir den Ton Fis hier, diese übermäßige Sechste. Der Ton Fis ist der Leitton zum G-Dur-Akkord. Der Ton Fis leitet in der Tonart G-Dur zu diesem Akkord über. Und das Kreuz ist hier eben das Zeichen, dass dieser Ton aufstrebend ist von der Stimmführung. Und wir gehen vom Ton Fis zum Ton G in diesem Akkord.
mit einem Halbtonschritt mal wieder. Eben hatten wir zwei Töne, die jeweils um einen Halbtonschritt nach unten gehen in diesen Akkord. Hier haben wir jetzt einen Ton, der einen Halbtonschritt nach oben geht. Und als letztes haben wir hier noch den Ton C. Der geht wieder einen Halbtonschritt nach unten zum H. Das heißt also, dieser Akkord wird durchweg schön in Halbtonschritten aufgelöst. Wenn wir das jetzt so machen würden, dass wir von diesem Akkord direkt zur Dominanten von C-Dur hingehen. In der klassischen Musik hat man das nicht gemacht, weil man sowas vermeiden möchte von der Stimmführung. Denn wenn wir jetzt hier diesen Ton Ass und den Ton S, diese Quinte dazwischen, weiterführen zu G und zu D, dann entstehen sogenannte Mozart-Quinten. Und die möchte man bei einer schönen Stimmführung vermeiden. Deshalb packt man hier immer noch einen Akkord zwischen, der dann diesen Akkord Stück für Stück zum G7 auflöst. Das soll uns jetzt aber gar nicht so sehr stören. Wir wollen diesen Akkord einmal umdeuten, um wieder zurück in die Jazzharmonielehre zu kommen. Das Ganze klingt jetzt hier übrigens so. Und nochmal, weil es doch gewöhnungsbedürftig ist. So, vielleicht habe ich hier auch schon das Mysterium ein bisschen gelöst. Wenn du dir den Klang davon anhörst, dann klingt das nicht wirklich nach einem Akkord, den du noch nie gehört hast, sondern es klingt nach einem sehr vertrauten, nach einer sehr vertrauten Funktion. Wenn wir diesen Ass mit übermäßiger Sechste, diesen Ass-Akkord mit übermäßiger Sechste umdeuten, dann stellen wir fest, dass das nicht nur ein Ass mit übermäßiger Sechste sein kann, sondern diese übermäßige Sechste enharmonisch verwechselt, wäre nichts anderes als eine kleine Septime und dieser Akkord klingt auch nicht anders, grundsätzlich gesehen jetzt sehr stark vereinfacht, wie ein Dominant-Sept-Akkord und wie ein Ass-Dominant-Sept-Akkord. Und dieser Akkord würde als Dominante zum Des-Dur weiterleiten. Wenn wir den Tritonus jetzt allerdings enharmonisch verwechseln, so wie es hier beim Ass mit der übermäßigen Sechste passiert ist, dann haben wir hier den Leitton Fis zu G-Dur. Hier haben wir den Tritonus zwischen den beiden farblich markierten Tönen, zwischen Fis und C ist so ziemlich das dissonanteste Intervall in der Musik, das wir auflösen müssen. Das löst sich vom Fis aus hier in den Ton G auf und vom Ton C aus hier nach unten in den Ton H, jeweils um Halbtonschritte nach oben und nach unten. Dann haben wir hier die Substitutionsdominante vom G-Dur-Akkord. Und hier in dieser als übermäßiger Quintsextakkord wurde damals im Barock dieser Ass-Akkord wie eine Substitutionsdominante, die zur fünften Stufe der eigentlichen Tonart führt, benutzt, um dann zur Tonika zu kommen. Und das Ganze wurde von der Stimmführung noch etwas schöner gelöst, etwas barockscher, sage ich mal, nicht klassischer. Im Endeffekt ist das aber heutzutage nichts anderes als eine Tritonus-Substitution, wenn wir die Stimmführung nicht allzu ernst nehmen wollen. Und hier hörst du einmal diesen übermäßigen Quintsextakkord, heutzutage moderne Harmonielehre, als Substitutionsdominante sich auflösend zum G-Dur-Akkord. So, da hat man eine dominantische Auflösung gehört, weil eben der Tritonus hierhin aufgelöst wird. Und so wie die Dominante eigentlich funktioniert, Ass Dominant Sept zu Des. Auch das löst sich wunderbar auf. Und bei der enharmonischen Modulation nutzen wir diese Umdeutung des Tritonus. Diese Tritonus-Substitution, die nutzen wir aus, um weiter zu modulieren. Und wenn wir eben diesen Quintsextakkord aus C-Dur nehmen, Ass mit übermäßiger Sechste, dann können wir nicht nur wieder zur Tonika C-Dur zurückkehren, indem wir über die fünfte Stufe auflösen, über diesen G7-Akkord, sondern wir können später diesen Ass mit übermäßiger Sechste zu einem Ass-Dominant-Sept-Akkord umdeuten und von C-Dur in die Tonart Des-Dur modulieren, ohne viel Zeit zu verlieren. Das habe ich in diesen Beispielen mal beschrieben. Ich habe hier mal einen Modulationsweg beschrieben. Und zwar haben wir hier Tonika C-Dur. Alles, was ich blau gekennzeichnet ist, spielt sich hier in C-Dur ab. Hier unten passiert nochmal exakt dasselbe, wenn es blau gekennzeichnet ist. Dann siehst du hier nach dem C-Dur-Akkord auch gleich diesen Ass-Akkord mit übermäßiger Sechste drin.
Der funktioniert hier auch als ganz normaler übermäßiger Quint-Sext-Akkord und leitet dann über so einen Vorhaltsakkord, der den eigentlichen Akkord, wo ich hin will, noch nicht ganz präsentiert, sondern Stück für Stück die Töne auflöst, damit das alles ein bisschen schöner ist und keine Mozart-Quinten entstehen. Der bringt uns dann in den G7-Akkord und funktioniert hier, Ass mit übermäßiger Sechste, funktioniert hier als Substitutionsdominante vom G7. G7 funktioniert als Dominante vom C-Dur und ich bin hier auch in C-Dur. Ich habe die Tonart nicht verlassen, ich habe hier keine Modulation. Mein Zuhörer weiß aber schon, okay, das passt hier alles zusammen. Mit dem kann ich mich arrangieren, denn klanglich ist der ja nun wirklich nicht kompliziert auf diesem Weg. Beim zweiten Mal ist genau dieser selbe Akkord jetzt enharmonisch umgedeutet worden, damit eine enharmonische Modulation stattfindet. Und der Tritonus in diesem Akkord wird anders genutzt, nämlich als Tritonus, der sich nach der Dur auflöst. Hier steht jetzt nicht mehr Ass übermäßig 6, sondern wir haben jetzt Ass-Dominant-Sept-Akkord. Ein Ass-Dominant-Sept-Akkord hier, der wunderbar nach dem C-Dur kommen kann, aber jetzt übermoduliert mit einem einzigen Akkord zu der Tonart, die einen Halbton höher steht. Das haben wir uns ja eben im Quintenzirkel angeguckt. Des Dur ist ewig weit weg von C-Dur. Da bräuchten wir sonst sehr, sehr lange. Die enharmonische Modulation macht es möglich, dass wir hier sehr, sehr schnell hinkommen. Und genauso würden wir dann auch nach Des Moll kommen. Das klingt von C-Dur aus so. Und das ging wirklich super schnell und hier hat sich das Dur gefestigt. Da brauchten wir nicht lange Fackeln und der Zuhörer ist in unserer neuen Tonart, die wir ihm schön beigebracht haben. Das Ganze hier im Beispiel von C-Dur nach Des-Moll, also ich habe hier einfach nur einen Des-Moll-Akkord geschrieben und dann eben die jeweiligen Akkorde aus Des-Moll verwendet. Wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, wie dieser übermäßige Quint-Sext-Akkord, der zur fünften Stufe in C-Dur überleitet, gebildet wurde in dieser Tonart, dann stellen wir ja nochmal fest, den haben wir nicht auf einer C-Dur-Tonleiter, den haben wir größtenteils auf einer C-Moll-Tonleiter gebildet. Nämlich aus den Tönen Ass, C, S und dann eben dieser übermäßigen Sechste, dem Ton Fis, nicht den Ton F, wie er hier drin steht. Das heißt also, dieser Ass-Dur-Akkord mit übermäßiger Sechste bzw. umgedeutet, selber Klang, der Ass-Dominant-Sept-Akkord, muss auch stark mit der C-Moll-Tonleiter zusammenhängen. Theoretisch müsste uns dann diese Modulation auch glücken, wenn wir von C-Moll nach Des-Moll modulieren wollen und auch wieder diesen Akkord nutzen. Das machen wir jetzt mal. Hier siehst du dieselben zwei Beispiele wie eben, nur eben, dass hier als Tonika nicht C-Dur steht, sondern jetzt ein C-Moll-Akkord. Der Weg hier ist genau derselbe wie in C-Dur, nur dass sich das G7 dann eben auch wieder zu einem C-Moll auflöst und C-Moll in beiden Beispielen als Tonika etabliert wird. Dann hört man hier diesen Ass-7-Akkord, der hier jetzt schon enharmonisch umgedeutet ist für unsere enharmonische Modulation, der sich im ersten Beispiel als Dominante von Des-Dur in Des-Dur auflöst und Des-Dur sich dann festigt. Und im zweiten Beispiel das Ass-7 als Dominante für Des-harmonisch-Moll sich zu Des-Moll auflöst und dann wird Des-Moll auch noch gefestigt hier mit einer kurzen Kadenz. So klingt die Modulation von C-Moll nach Des-Dur als enharmonische Modulation und das ist nur ein Beispiel. Und hier von C-Moll nach Des-Moll.
Nun haben wir uns bei der enharmonischen Modulation ja meistens den Tritonus von Dominant-Sept-Akkorden bzw. hier umgedeutet vom übermäßigen Quint-Sext-Akkord zunutze gemacht und den enharmonisch verwechselt, enharmonisch umgedeutet, um in eine andere Tonart zu kommen. Das heißt also, hier läuft vieles nur über den Tritonus. Und so einen Tritonus finden wir nicht nur eben in diesem charakteristischen Akkord, aus dem das Ganze mit entstanden ist, sondern wir finden Tritoni auch in vollverminderten Akkorden. Zur kurzen Wiederholung, so ein vollverminderter Akkord, der kommt in normalen Tonleitern meistens in harmonisch Moll vor. Dort finden wir diesen vollverminderten Akkord auf der 7. Stufe der Tonleiter, da können wir ihn bilden. Und der Akkord baut sich durchweg aus Schichtungen von kleinen Terzen auf. Das heißt, würde ich jetzt vom Ton H aus einen vollverminderten Akkord aufbauen wollen, dann hätte ich den Grundton H, müsste dann eine kleine Terz nach oben springen, dann lande ich auf dem Ton D, dann müsste ich nochmal eine kleine Terz vom D zum F springen und vom F zum Ass müsste ich dann nochmal eine kleine Terz springen und vom Ass würde ich dann auch wieder eine kleine Terz zum Grundton des Akkords springen, zum Ton H darüber. Also ein symmetrischer Akkord, der nur aus kleinen Terzen aufgebaut ist. Das hat zur Folge, dass dieser Akkord nochmal der Dominant-Sept-Akkord mit gewissen Extra sein kann. Denn wir haben hier nicht nur einen Tritonus drin. Hier siehst du mal diesen H voll vermindert 7. Wir haben hier nicht nur einen Tritonus zwischen dem Ton H und dem Ton F. Das ist ja ein Tritonus, den könnten wir umdeuten und in eine andere Tonart als C-Dur gehen. Wir haben hier auch noch einen Tritonus zwischen den Tönen D und dem Ton Ass. Und auch den könnten wir wieder umdeuten. Das heißt also, mit diesem Akkord kommen wir insgesamt in 4 verschiedene Tonarten weiter. So, wie funktioniert das jetzt also mit den enharmonischen Modulationen mit vollverminderten Akkorden? Ich habe hier eine Akkordfolge aus C-Dur. Und ich habe hier ein H voll vermindert 7 aus einer C-harmonisch-Moll-Tonleiter. Auf der 7. Stufe einer C-harmonisch-Moll-Tonleiter finden wir diesen Akkord, wenn wir den bilden, vom Ton H eben aus. Und dann haben wir genau diesen Akkord. In diesem Akkord steckt ein Tritonus drin, den wir hier benutzen möchten. Und zwar der Tritonus zwischen den Tönen H und F. Der Tritonus H und F ist halt eben genau derselbe Tritonus, den wir auch beim G7 brauchen, um das G7 so wunderbar wieder zum C-Dur oder zum C-Moll-Akkord aufzulösen. Und hier, ganz einfach ausgedrückt, wird dann mit diesem Tritonus einfach wieder vom H voll vermindert zum C-Dur aufgelöst. Das Ganze klingt so und ist noch keine Modulation. So, und hier funktioniert der H-Vollvermindert-Akkord eher als Substitution für den G7-Akkord. Der ersetzt hier die Funktion des G7-Akkords. Wir haben hier aber 2 Tritoni drin. Das heißt also, wir können zu 4 verschiedenen Tonarten auflösen und jeweils in Dur und Moll. Wir müssten also in 8 Tonarten modulieren können. Schauen wir uns das an. Im ersten Beispiel geht es von C-Dur. C-Dur wird hier etabliert durch die Dominante G7. Über ein D voll vermindert 7, der genau dieselben Töne hat wie H voll vermindert 7, nur im Grundton halt den Ton D hat. Diese Akkorde sind aber beide gleich vom Tonmaterial. Die sind ja durchweg aus kleinen Terzen aufgebaut und symmetrisch. Deshalb haben sie halt 4 verschiedene Namen, weil sie aus 4 verschiedenen Tönen bestehen. Hier wird er umgedeutet zu einem D voll vermindert 7 und dieses D voll vermindert 7 löst sich dann zu S-Dur auf, so wie es hier auch schon das H voll vermindert 7 dann einen Halbton höher zum C-Dur-Akkord gemacht hat. Also hier kann man sich gut diese Halbtonschritte merken. Ich interpretiere diesen Akkord jetzt nur von der Benennung her von einem anderen Akkordton. Wir haben ja hier die Töne H, D, F, Ass und H soll hier als Basston stehen und als nächstes habe ich dann eben den Ton D als Basston genommen. Und mein Akkord ist umgedeutet zum D voll vermindert 7, löst sich zu S-Dur auf und wir haben eine Modulation, die hier gefestigt wird über die Dominante von S-Dur. Klingt so.
und geht auch wieder wunderbar schnell. Also mit diesen enharmonischen Modulationen kann man sehr, sehr schnell in beliebige Tonarten übermodulieren. Jetzt deute ich diesen H-Voll vermindert 7 Akkord weiter um. In dem Beispiel wurde es zu D-Voll vermindert 7. Hier deute ich jetzt weiter um und nehme den dritten Ton von diesem Akkord als Grundton und erhalte ein F-Voll vermindert 7, das sich ja in den Akkord ein Halbton drüber auflösen müsste, in Dur oder in Moll. Also müsste sich F zu Gestur auflösen. Und auch das passiert hier wieder über den Tritonus da drin. Und auch hier funktioniert die Modulation wieder sehr, sehr schnell. Wenn du mehr über Tritonussubstitutionen wissen möchtest, dann schau dir auf jeden Fall mein Video über Sekundärdominanten und Substitutionsdominanten an. Das ist nämlich der Grund, warum ich hier gar nicht so stark auf die Tritonussubstitution eingehe, obwohl sie eine wichtige Rolle spielt. Im letzten Beispiel habe ich dann den Ton der vollverminderten Septime dieses H-voll vermindert 7 Akkords genutzt, und zwar hier den Ton Ass. Und den habe ich jetzt als Grundton aufgebaut und ich habe den Ton Ass auch nochmal enharmonisch verwechselt. Der klingt ja genau gleich wie ein Gis-Dur. Und dieser Gis-voll vermindert 7 Akkord, der leitet mit seinem Tritonus auch wieder schön in einen A-Dur oder aber auch in einen A-Moll-Akkord über den Tritonus zwischen Gis und D übrigens. Das ist der Tritonus, den wir auch im E7-Akkord finden würden. Der Dominante vom A-Dur oder der Dominanten vom A-Moll. Und diese Modulation von C-Dur nach A-Dur klingt so. Wir haben jetzt also von C-Dur nach S-Dur, von C-Dur nach Gestur, von C-Dur nach A-Dur moduliert. Und dieser Modulationsweg mit den voll verminderten Akkorden, der funktioniert auch zu den jeweiligen parallelen Molltonarten international gesehen. Also zu S-Moll, Gess-Moll und A-Moll. Parallel hier, wie gesagt, international gemeint, nicht so wie der Herr Riemann das gesagt hat. Die Modulation mit den voll verminderten Akkorden können wir auch noch etwas schöner gestalten. Und zwar können wir den voll verminderten Akkord mit einem Ton erstmal so ein bisschen abändern, um Stück für Stück dann in die neue Tonart zu kommen. Hier oben wieder keine Modulation wie im Beispiel eben. Und du siehst auch wieder exakt dieselben Akkorde wie im Beispiel vorher und dieselben Modulationswege. Die Modulation wurde jetzt allerdings ein bisschen verlängert. Wir sind hier am Anfang in C-Moll. Ich hätte auch C-Dur wählen können, so wie im Anfangsbeispiel. Das mache ich aber jetzt, um zu zeigen, dass das Ganze für Moll und Dur gleichbedeutend klappt. Hier habe ich den H-voll vermindert 7 Akkord aus den Tönen H, D, F und Ass. Den Ton Ass habe ich hier in den Bass gelegt, um zu zeigen, wie sich die Töne dann weiter bewegen in den nächsten Akkord. Voll verminderte Akkorde haben noch eine weitere praktische Eigenschaft, was die Stimmführung angeht, wenn ich gewisse Töne in diesem Akkord verändere, um irgendwo hinzukommen. Denn wenn ich jetzt hier so diese Töne aus einem voll verminderten Akkord habe, die ja alle von den Abständen her gleichbedeutend sind, weil er symmetrisch ist, und einen einzigen Ton um einen Halbton erniedrige, dann bekomme ich keinen voll verminderten Akkord mehr, sondern dann bekomme ich immer einen Dominant-Sept-Akkord als Resultat. Hier haben wir diesen H vermindert 7 Akkord. Und hier liegt dieser Akkord auf der verminderten Septime. Wenn ich die verminderte Septime jetzt einen Halbton nach unten bringe, dann bekomme ich einen Akkord aus den Tönen G, H, D und F. Ich bekomme hier also einen G7 Akkord. Das war die versteckte Dominante, die wir eben schon genutzt haben, um zu C-Dur zu kommen. Und hier können wir dann eben zu C-Moll kommen. Dann gehe ich weiter. Hier siehst du wieder dieselben Töne wie im Beispiel drüben, nur dass die Lage anders ist. Hier liegt der Akkord auf dem Ton H. Wenn ich den Ton H jetzt um einen Halbtonschritt nach unten führe, erhalte ich einen Akkord mit den Tönen B, D, F und Ass. Und das sind nichts anderes als die Töne eines B7-Akkords, der sich dann zum S-Moll oder S-Dur auflösen kann. Weiter, wenn ich das D aus diesem Akkord erniedrige zum Des, dann habe ich das Tonmaterial des Des-7-Akkords und kann diese Dominante hier auch wieder nutzen, um weiterzukommen.
In diesem Beispiel zu Gesmoll, genauso gut wäre Gesdur möglich. Und zu guter allerletzt der vierte Ton dieses Akkords, der aus den Tönen H, D, F und As bestanden hat. Hier den Ton F. Wenn ich den Ton F jetzt einen Halbtonschritt runterführe, dann habe ich einen Akkord aus den Tönen I, Gis. Hier wurde As einfach nur enharmonisch verwechselt. Wir sind ja immer noch bei der enharmonischen Modulation. As wurde zu Gis, ist aber immer noch derselbe klingende Ton. E, Gis, H und D. Und das ist ein E7-Vierklang. E7 löst sich dann zu A-Moll auf oder zu A-Dur. Und diese enharmonische Modulation über vollverminderte Akkorde, die zu Dominanz-Sept-Akkorden weitergeführt werden, indem man nur einen einzigen Ton erniedrigt aus dem vollverminderten Akkord, die klingt dann so. Hier oben hörst du keine Modulation, wir bleiben erstmal in C-Moll. Hier unten hörst du die drei Modulationen, die genauso gut nach Dur gehen könnten oder von Dur kommen könnten. Nach der enharmonischen Modulation hier nochmal eine recht moderne Einsatzart von Modulation, eine recht moderne Modulationsart. In der internationalen Musiktheorie heißt diese Modulation unter anderem Common Tone Modulation, Pivot Note Modulation oder Chromatic Mediant Modulation. Ziemlich sperrige Begriffe. Ursprünglich in der klassischen Harmonielehre kennen wir so eine Art und Weise vergleichbare Modulation als tonzentrale Einführung. Und man bedient sich hier chromatischer Medianten. Das schauen wir uns Step by Step an. Persönlich ist das eine meiner Lieblingsmodulationsarten. Und man bedient sich in der Film- und Videospielmusik auch sehr, sehr oft dieser chromatischen Medianten, um Werke sehr, sehr emotional und sehr interessant harmonisch zu gestalten. Bevor ich einen kleinen kurzen Vergleich mit der tonzentralen Einführung, wie wir sie vielleicht aus der klassischen Harmonielehre kennen, mache, will ich erstmal auf diese Begriffe Common Tone und Pivot Note kurz zurückkommen. Common Tone heißt nichts anderes als ein gemeinsamer Ton. Und hier ist ein gemeinsamer Ton von zwei Akkorden gemeint, von zwei Dreiklängen oder Vierklängen oder gar Fünfklängen. Mit Common Tone kann aber auch ein gemeinsamer Ton, der zwei unterschiedliche Tonarten verbindet, gemeint sein. Das heißt also, hätten wir jetzt zum Beispiel die Tonart E-Dur, dann haben wir da ja unter anderem den Ton Gis drin. Wenn wir uns jetzt die Tonart F-Moll angucken, dann haben wir in F-Moll unter anderem den Ton As drin. Und As und Gis sind enharmonisch gleichklingend, also klingen beide wie der Ton Gis bzw. wie der Ton As und hätten hier auch einen Common Tone, einen gemeinsamen Ton zwischen den Tonarten, den wir zum Modulieren benutzen können. Pivot Note heißt auf Deutsch übersetzt nichts anderes als Drehpunktsnote, also einer Note, die als Drehpunkt zwischen zwei Tonarten oder zwischen zwei nicht diatonischen Akkorden dient. Das heißt also, wir haben beispielsweise einen Sänger oder eine Sängerin, die singt jetzt gerade einen Ton C, den sie oder er länger aushält, über einem C-Dur-Akkord aus den Tönen C, E und G. Das geht ja wunderbar. Der gesungene Ton C, der jetzt gehalten wird, ist ja Bestandteil des C-Dur-Akkords. Jetzt wird dieser Ton weiter gehalten, aber der Akkord wird verändert. Und wir haben jetzt statt einem C-Dur-Akkord, wir waren ursprünglich in der Tonart C-Dur, einen As-Dur-Akkord. Der As-Dur-Akkord besteht aus den Tönen As, C und S. Das heißt also, hier ist auch der Ton C, der jetzt gerade gesungen wird, drin. Und das Ganze passt auch auf diesen Akkord. Der Kontrast zwischen beiden Akkorden klingt aber so, dass hier ist ein C-Dur-Akkord. Und wenn ich jetzt einen As-Dur-Akkord spiele,
dann passt hier genauso gut der Gesangston noch als Pivot Note, um zu diesem Akkord überzuleiten und in A-Dur weiterzumachen. Der passt genauso auf den C-Dur-Akkord wie auf den A-Dur-Akkord, weil diese beiden Akkorde über einen Ton zusammen verwandt sind und der Gesang jetzt gerade die Melodie, die wir hören, schön übergleitet hätte. Und das ist auch ein relativ modernes Modulationsprinzip. Und ich habe dieses Prinzip jetzt gerade als tonzentrale Einführung auch parallel erklärt. In klassischen Symphonien findet man hin und wieder mal tonzentrale Einführungen. Dort hört ihr dann eine längere Note, meist in der Melodie oder im Bass, die gehalten wird oder die ein rhythmisches Motiv hat. Also meinetwegen sowas hier spielt. Und Akkorde, die sich verändern um diesen Ton herum, aber jeweils immer diesen Ton enthalten. Um jetzt so eine Common Tone Modulation, Pivot Note Modulation, Chromatic Mediant Modulation oder so eine tonzentrale Einführung zu machen, muss man jetzt also zuerst einmal wissen, was sind denn überhaupt chromatische Medianten? Welche Akkorde haben als Gemeinsamkeit, dass sie einen einzigen Ton zumindest gemeinsam haben, der jetzt gerade weiterführen würde in meine nächste Tonart? Und dazu schauen wir uns ein paar chromatische Medianten aus C-Dur einmal an und aus C-Moll. Hier unten soll natürlich C-Moll stehen. Hier oben habe ich einmal vier verschiedene chromatische Medianten zum C-Dur-Akkord aus der Tonart C-Dur aufgeschrieben. Das sind alles Akkorde, die nicht in der Tonart C-Dur vorkommen, aber eben verwandt sind mit dem C-Dur-Akkord auf zweiten Grades, weil sie noch einen Ton gemeinsam mit diesem Akkord haben. Der C-Dur-Akkord und der A-Dur-Akkord haben die Gemeinsamkeit, dass der Ton E hier gemeinsam ist. Der C-Dur und der E-Dur-Akkord haben auch wieder den Ton E als gemeinsamen Ton. Das heißt also, hätten wir jetzt als gehaltenen Ton E diese Akkordfolge, dann würde das durchaus gehen. Das kann unser Kopf miteinander verrechnen. Das klingt logisch für unser inneres Ohr. Der C-Dur-Akkord hat mit dem Ton C gemeinsam auch den A-Dur-Akkord und der C-Dur-Akkord hat mit dem Ton G gemeinsam auch den S-Dur-Akkord. Und sowas können wir uns dann bei diesen Modulationsarten zunutze machen. Wir haben auch schon ein Beispiel gehört. Du hast ein Beispiel ganz am Anfang dieses Videos, wenn du bis jetzt durchgehalten hast. Das ist ja doch ganz schön viel Input, den ich hier gebe. Da hast du schon ein Beispiel anhand dieses Titanic-Themas gesehen. Das gucken wir uns auch ganz abschließend nochmal an, wie hier diese Chromatic Mediant Modulation funktioniert hat, also die Modulation über eine chromatische Mediante. Hier nun einmal diese vier Beispiele für chromatische Medianten zweiten Grades von C-Dur. Es sind nicht alle Medianten hier aufgezählt, das ist nur mal ein Überblick. Bei diesen beiden Medianten kannst du auch schon stark an die Filmmusik denken, wenn du das Ganze hörst. Da haben wir ja dieses Rebellenthema von Star Wars zum Beispiel drin. Und hier hinten denkt man auch schnell an den Herrn der Ringe. Wie ich schon sagte, in der Videospiel- und in der Filmmusik werden diese Medianten oft genutzt. Hier einmal die Mediantik zwischen C und A. Hier die Mediantik zwischen C und E über den Ton E. Hier Mediantik zwischen C und As. Hier sind jetzt nur Dur-Akkorde. Es gibt auch Medianten in Moll, die da noch gut reinpassen. Und hier einmal zwischen C und S. Und hier unten habe ich dann selbige Beispiele nochmal für Moll-Dreiklänge aufgeführt. Hier sieht man immer einen C-Moll-Dreiklang und entsprechende Medianten, chromatische Medianten zweiten Grades zu diesem C-Moll-Akkord. Hier sind C-Moll und E-Moll miteinander verknüpft über den Ton G, über diese Pivot-Note, den Common Tone, die gemeinsame Note. Dann haben wir hier C-Moll und As-Moll verknüpft über den Ton S. Und C-Moll und S-Moll natürlich auch wieder über den Ton S miteinander verknüpft. Und diese zwei Moll-Akkorde gegeneinander, die aber doch miteinander irgendwie verknüpft sind, die klingen eben so. C-Moll zu As-Moll.
und C-Moll zu S-Moll. Bevor wir jetzt wieder zurückkommen zu dieser Modulation vom Anfang, die eine Chromatic Mediant Modulation als Grundlage nutzt, schauen wir uns einmal an, wie Medianten unter anderem noch genutzt werden, chromatische Medianten. Hier unten habe ich einmal das Gefährtenleitmotiv aus der Herr der Ringe aufnotiert. Und hier sehen wir eine starke Mediantik zwischen Akkorden. Hier sehen wir C und S, das sind chromatische Medianten zweiten Grades zueinander, die wir hier oben schon hatten. C und As genauso, die haben wir hier oben schon angehört. Und dann geht das Ganze nachher über G7 zu As, zu G-Moll 7, über B und dann wieder zu C. C soll hier im tonalen Zentrum stehen. Und auch in Moll wird das Ganze natürlich gerne genutzt. Hier einmal das Leitmotiv von Darth Vader aus Star Wars. Das steht hier nach C-Moll transponiert und auch hier finden wir wieder Medianten. Hier ist eine Mediantik zwischen C-Moll und As-Moll. Das haben wir hier oben auch schon gesehen. Diese beiden Moll-Akkorde, die sind verknüpft über den Ton S. Hier nun noch einmal abschließend das Liebesthema aus dem Film Titanic in der Version von Céline Dion interpretiert und die Modulation, die hier gemacht wird. Was hat sich James Horner dabei gedacht? Wir haben hier eine Pivot Tone Modulation bzw. wie wir eben schon angesprochen haben, eine Chromatic Mediant Modulation. Schauen wir uns erstmal nur die Tonarten an, dann sehen wir hier, dass wir anfangs in C-Moll sind, beziehungsweise E-Dur könnte es auch heißen von der Vorzeichnung her, wir sind ja aber in C-Moll. Und nach der Modulation sind wir dann in F-Moll, beziehungsweise die Vorzeichnung, die könnte uns hier auch As-Dur erwarten lassen. Was haben diese beiden extrem voneinander entfernten, hier vier Kreuze, hier vier Bs, Tonarten jetzt gemeinsam? Nun ja, sie haben gemeinsame Töne. Nämlich eben den Ton Gis und den Ton As. Das ist zweimal derselbe Ton, wenn wir ihn vom Ton her hören, enharmonisch verwechselt. Der Ton Gis ist derselbe Ton wie der Ton As. Und wenn wir uns jetzt den letzten Akkord, der hier noch in unserer Ursprungstonart vorkommt, anschauen, dann haben wir hier ein E-Dur über dem Basston Gis. Und dann wird im Bass nochmal aufgestiegen zum Ton Fis, um hier schön überzuleiten mit der Melodie zusammen. Aber der letzte Akkord, den wir hören können, der letzte klare Dreiklang, ist hier ein E-Dur. Und dieser E-Dur-Akkord, der besteht aus den Tönen E, Gis und H. Und dieser Ton Gis, der spielt hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, neben der Stimmführung. Die Stimmführung ist ja auch noch sehr, sehr wichtig, weil wir hier eine aufsteigende Melodie bis zum nächsten Zielton nach der Modulation haben. Aber wichtig für uns ist dieser Akkord hier mit dem Ton Gis drin, der E-Dur-Akkord und der F-Moll-Akkord, der aus den Tönen F, As und C besteht. Da ist auch der Ton As bzw. Gis drin. Und hier haben wir unseren Pivot-Ton dazwischen. Auch wenn hier im Bass nochmal das Fis kommt und die Quinte auch nochmal von den restlichen Instrumenten ergänzt wird. Wir sind noch stark hier an diese Tonika aus E-Dur gewöhnt, mit dem Ton Gis drin, enharmonisch verwechselt As. Pivot-Ton, überleitender Ton zu F-Moll. Und wie gut sich diese beiden Akkorde dann eben über diese Pivot-Note, über diesen Pivot-Tone vernetzen, das hört man auch ganz gut. Hier einmal dieser E-Dur-Akkord, jetzt vom Grundton aus. Und dann ein F-Moll-Akkord. Und hier ist jeweils immer dieser Pivot-Tone zwischen. So, also du hast jetzt gerade ein E-Dur-Dreiklang und ein F-Moll-Dreiklang gehört und dazwischen kam dann immer rhythmisch der Ton Gis bzw. enharmonisch verwechselt in die neue Tonart der Ton As. Und genauso hat der Herr Horner hier die Modulation gemacht. Es ist auch noch wichtig, dass die Stimmführung hier sehr, sehr gut gewählt ist von ihm
und deshalb funktioniert dieses Thema hier so gut. Vergiss nicht, jetzt ein Abo zu hinterlassen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und kein Video mehr zu verpassen. Klick auf Gefällt mir, wenn dir dieses Video gefallen hat. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.